Ja, willkommen zurück. Wie schon angekündigt, geht es heute um die craziesten News, die ihr vielleicht verpasst haben könntet. Und deswegen starten wir es direkt. Eine ganz brandaktuelle Geschichte heißt: Schwangere erschießt ihren Mann für mehr YouTube-Fame. Habe ich gelesen, ja. Ja, sehr gut. Ich lese mal kurz vor, was da passiert ist. Mona Lisa Perez, Mona Lisa, so ein schöner Name, hat für einen YouTube-Clip versehentlich ihren Mann erschossen. Der Mann der schwangeren Frau bestand auf den riskanten Dreh, weil er sich mehr YouTube-Abonnenten davon versprach. Weißt du, was genau passiert ist? Ja, Echt? soll ich es dir Ja, erzählen? erzähl mal. Es war so gewesen, dass er gesagt hat, ey, wir machen das crazyste Video, was es gibt. Und er hält sich, sie schießt auf ihn mit einer Desert Eagle, ja. Das ist die 1-3 bei Counter-Strike. Ja, also die richtig doll ist, ja. Ja. Und er hält sich ein Buch vor die Brust und sie schießt da drauf und das Buch soll die Kugel abfangen. Und das wollten sie ins Internet stellen. Ich gehe mal kurz ein Buch holen. Ja, hol mal kurz. Ich hole kurz meine Desert Eagle. Ja. Aber wie kommst du auf die Idee? Hat er irgendwo gelesen, die Kugel, das Buch ist so dick, die Kugel kommt nicht durch Ja, oder was da los? wahrscheinlich, ja. Kommentiert doch hier drunter, was wir mal machen sollen, um mehr Abonnenten zu kriegen. Wir machen alles. Ja. Und wenn ich sage alles, dann meinen wir. Alles. Ja, was ich gelesen habe, was du vielleicht noch nicht davon gehört, und zwar 10 Jahre Haft für die Herzogin. Sie spritzte Frauen Zement-Silikongemisch in den Po. Sie gab sich als Ärztin aus, versprach ihren Patientinnen einen schönen Po, spritzte ihnen dann Gift. Nun 10 Jahre Gefängnis für die gute Frau. Was war sie denn? Metzgerin oder? Sie war im Gefängnis, hat sie, glaube ich, gearbeitet. Nein, wirklich? Doch, ja. Auch schön. Und hat so Kim Kardashian Hintern verkauft. Es wurden dann aber ein bisschen Sind boiliger. die gestorben, die Frauen? Nee, ich glaube nicht. Nee, Glaub einfach nicht. nur Aber da es hinten ist gekippt so. mit dem Zement. Ja, schwimmen konnten sie nicht mehr. Schwimmen konnten sie. Meine aktuelle Lieblingsschlagzeile ist, glaube ich, 10 cm groß und aus Edelstahl. OP befreite sie von Sexspielzeug. Es war ihr erstes Mal und ging tiefer rein als geplant. Noch nie hatte Emily Georgia 20 aus der englischen Kleinstadt East Preston ein Sexspielzeug ausprobiert. Bis zu jener Nacht im März. Sie und ihr Freund wurden experimentierfreudig und benutzten einen Einen? Analplug. Oh. So ein Teil hat zwar einen eingearbeiteten Stopp, doch Emilys Freund drückte zu kräftig und machte etwas falsch. Das Spielzeug verschwand komplett. Ist das nicht schön? Ist das nicht eine weltbewegende Schlagzeile? Das Ist ist deine eigentlich noch drin oder ist er schon von alleine rausgekommen irgendwann? Qualitätsjournalismus, muss ich sagen. Da hast du ja echt gute Quellen, muss Ja. ich sagen, Aber ja. geh meiner Frage nicht aus dem Weg. Ist deiner noch drin oder ist er von alleine rausgekommen, der Analplug, den ich dir heute Morgen eingesetzt Meiner habe? hat so einen Stopp. Der hat so einen Stopp. Ja, und dadurch, Den dass du. ich nicht Ja, rein. genau. Dann kommt auch mal das ploppende Geräusch, wenn man es so tief. Okay. Okay, dann müssen wir hier kurz Pause machen und kurz auf Toilette gehen. Ich habe das nicht gewusst, dass das Ploppen heißt Stopp. Die nächste News, die ich sehr interessant fand, war aus der Würzburg Erleben. Und da geht es um die Schlägerei auf dem Bratwurstfest. Oh. Wie konnte das passieren? Klingt schon spannend. Gibt keine näheren News zu, ist einfach nur das, einfach nur, das war einfach nur die Überschrift Schlägerei auf dem Bratwurstfest. Die nächste Schlagzeile ist vor allem für unsere jüngeren Zuschauer, Auch glaube für ich, mich? interessant. Für dich, Ja. für die Jüngeren. Smartphones machen dumm und unkonzentriert, auch wenn man sie gar nicht benutzt. Wissenschaftler der Universität von Texas haben herausgefunden, dass schon die reine Anwesenheit von Smartphones die Denk- und Konzentrationssekunde. Guck mal. Oh, krass. Wo waren wir? Wo waren, weiß. Ist ja auch egal. Ja. Ich habe eine großartige Schlagzeile aus Amerika. Polizei hält Gips für Kokain. Ah. 90 Tage Haft. 3 Monate verbringt ein US-Amerikaner unschuldig in Haft. Die Polizei hatte ihn bei einer Verkehrskontrolle gestoppt und mit Puder im Kofferraum gefunden. Ein Drogentest war positiv. Was? In Wahrheit war alles ganz anders. Und zwar war der gute Mann Handwerker und hatte natürlich noch Reste von Gips, so Restdrogen. Ach Restdrogen, so. Reste von Gips im Kofferraum. Der Drogentest, der ursprüngliche Schnelltest, war ein bisschen falsch. 90 Tage später hat man dann die richtigen Ergebnisse gekriegt. Ist heutzutage wahnsinnig schnell, so einen Drogentest zu machen. Ja, 90 Und Tage da kam es ist dann halt raus, dass es wirklich Gips war. Er war aber schon vorbestraft, deswegen einfach mal 90 Tage im Knast. Wegen Gips auch nicht schlecht. Gips ja nicht! Ha!
Also als nächstes eine tolle Schlagzeile. Frau findet heraus, dass ihr Freund eine Frau ist, als sie während des Sex mal die Augenbinde entfernt. Nicht dein Ernst? Doch. 2 Jahre sind die beiden zusammen und er hat ihr gesagt, er möchte, weil er viele Narben, weil er Brandopfer ist, möchte er, dass sie immer so eine Binde trägt und hat, es war aber eine Frau natürlich, ne, und hat sie dann mit einem Strap-on befriedigt. Nein! Doch, und dann hat sie es dann doch mal weggemacht, weil sie dachte sich, nach 2 Jahren können wir es ja mal versuchen und hat dann gesehen, ach, das ist eine Frau. Hat aber blindes Vertrauen gehabt, ja, 2 Jahre lang. Oh, I see. Unsere nächste Schlagzeile kommt quasi aus der Gegend, aus Köln. Bizarrer Fall, Radler onaniert während der Fahrt. Bla bla bla, kurze Zeit später fiel ihr ein Mann auf, den sie bereits am Vortag mit einem Fahrrad gesehen hatte. Der Mann näherte sich und radelte dann ein Stück langsamer neben ihr her. Dabei sah sie plötzlich, wie der Unbekannte sich selbst befriedigte. Der Unbekannte ist der Beschreibung zufolge korpulent, etwa 35 Jahre alt und er trug zu der Tatzeit eine neongelbe Wollmütze. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu sogenannten unserer Lieblingsrubrik, die sich die letzten 14 Jahre schon durchgesetzt hat, die Quickies. Ich hau dir jetzt einfach mal aktuelle Schlagzeilen raus und du kannst ja kurz einen Satz dazu sagen, wenn du Bock hast. Okay. Cristiano Ronaldo hat Zwillinge bekommen von einer Leihmutter. Ach, Überraschung. Ja, seine aktuelle Freundin ist auch schon wieder schwanger. Das heißt, er wird demnächst das nächste Mal schon wieder Papa. Hat schon einen unehelichen Sohn mit einer anderen Frau. Das heißt, er kriegt jetzt quasi in nächster Zeit das vierte Kind. Ja, auf dem Weg zur Fußballmannschaft. Auf dem Weg zur Fußballmannschaft. Und jetzt kommt der Gag. Ist definitiv mit Recht der beste Torschütze der Welt. Sarah Novak vom Bachelor ist im 5. Monat schwanger. Ja? Genau die. Marie Nasemann zieht endlich nach Berlin. Wer? Ja, die, genau die. Vanessa Mai zeigt ihr krasses Sixpack. Ja. Findest du geil? Kann ich auch. Zeig mal. Nee, findest du geil? Frau mit Sixpack? Hm? Mit krasseren Bauchmuskeln als ich? Hm? Hält sie in Grenzen. Sarah Lombardi kriegt ihre eigene RTL 2 Show mit dem Namen Raus aus der Mobbing-Falle. Oh, rein in das Fremdgeh-Business. Die einzige Frage, die sich mir da stellt, ist aber Team Sarah oder Team Pietro. Ach, Hauptsache Alessio geht's gut. Deutschland sucht den Superstar, aber nur in 13 von 18 geplanten Städten 5 Shows mit den Finalisten fallen ohne Grund aus und die Fans sind sauer. Nein. Doch. Großartige Quickies, jetzt kommen von mir ein paar Schlagzeilen. Einfach mal unkommentiert da stehen lassen. Ich darf nichts dazu sagen? Du kannst es, wenn du es nicht verkneifen kannst, dann mach es einfach. Okay. Mann flieht vor der Polizei, hält an, um Katze zu streicheln, wird geschnappt. Guter Typ. Frau kommt nach Hause, Fremder in ihrer Küche frittiert Hühnchen. Frau steht für Frauenrechte ein und nennt ihren Sohn deshalb Vagina. Mann wegen Tötungsversuch verhaftet, nachdem er einen Alligator in das Drive-In-Fenster von Wendy's geworfen hat. Das musst du dir mal vorstellen. Hundeschule rausschmiss. Hund ist zu freundlich. Chicago, Polizeikontrolle. Mann sagt, er will ehrlich sein, ich habe eine Waffe im Hintern. Polizei verhaftet ihn, findet heraus, er hat eine Waffe im Hintern. Pole verwechselt Bügeleisen mit Handy. Pole, also unabhängig ein anderer, Pole verirrt sich 18 Tage lang im Flughafen. Schon ein bisschen speziell hier in eine Richtung gedrängt von dir. Pole, ne? Versucht, seine lebendige Frau zu begraben. Pole versucht, Bank mit Löffel zu überfallen. Kennst du den Löffelmörder? Was ist denn da los? Florida. Frau umgebracht, nachdem die Polizei sie doch gebeten hatte, nicht immer wieder den Notruf zu rufen. Florida. Mann wird verhaftet, weil er die Nippel von einem 2-jährigen Jungen umgedreht hat. Ich bin schon 3. Serien-Date-Up-Zocker hat wieder einmal zugeschlagen. Ein Mann, der Frauen in teure Restaurants ausführt, geht immer kurz bevor die Rechnung kommt und lässt die dann da sitzen. Mein Name steht aber nicht, ne? Nee.
Mann mit Kinderpornos verhaftet, behauptet, seine Katze habe die Sachen heruntergeladen. Angler findet Kokain im Wert von 500 Millionen Dollar, bekommt 20 Jahre wegen Drogen. Das ist sehr gut, ja. Aber es gibt schon schöne Schlagzeilen. Ja, es ist toll. Also ist auch immer wieder wichtig, was in der Welt passiert. Ja, definitiv. Ja, großartige Sachen, die ihr hier erfahren habt. Hat euch das gefallen, dann gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr immer wissen wollt, welche Videos ganz aktuell von uns rauskommen, dann aktiviert ihr die kleine Glocke, dann kriegt ihr mal eine Nachricht und dann seid ihr immer ganz aktuell mit dabei. Vielen Dank. Schön, dass ihr nach wie vor die ganze Zeit dabei seid, dass ihr auch unsere Videos auf unserer Facebook-Seite spreadet. Es wird immer größer, es wird immer toller. Vielen, vielen Dank dafür und in dem Sinne verabschieden wir uns und sagen tschüss und shine on! Oh, da hast du aber fette Schlagzeilen noch rausgehauen. Ja, aber du ja auch, ja. Ja, also Sarah Lombardi kriegt raus aus der Mobbingfalle, das finde ich schon krass. So, weil sie, weißt du warum, weil sie halt selbst so wahnsinnig im Internet gemobbt wird. Ohne Grund. Highlight-Schlagzeile für dich? Oh, Highlight. Ich habe eine zum Beispiel nicht vorgelesen, die habe ich vergessen. Ja. Babysitter im Meth-Rausch ist dreijähriges Kind. Ist vielleicht ganz gut. Ja, fand ich ein bisschen zu heftig vielleicht. So. Aber sowas gibt's auch. Ne? Ist halt immer krass, was die Menschen durchziehen für Sachen. Nee, ist nicht so schlimm. Magst, wenn du mich anfasst. Ich weiß. Hast du schon eine Strafe für mich überlegt? Aus der letzten Folge? Oh, ich hab ein paar Sachen gesehen, die gefallen mir richtig gut. Naja, ich habe schon eine. Ich habe ja auch eine vorgeschlagen für mich, aber die kam wohl offensichtlich nicht so gut an, wa? Ja, die war toll. Die war ungefähr so toll wie meine Fragen heute, fand ich. Deine Fragen, aber ey, da musst du nochmal ran, Junge. Ja, findest du? Ja. Hast du die letzten Fragen Ghost Rider? Nee, ja, irgendwie ein bisschen schon vielleicht. So, Bärchen, wie verabschieden wir uns? Cody, wir sagen einfach. Tiki-Chaki? Ich will mal einen Brustcheck machen zum Abschied. Nee, hör auf. Tiki-Chaki. Ja, dann komm, wir machen mal einen coolen Check. Irgendwas Cooles. Ja. Hat krass geknackt. Nein, so macht man nicht. Cool.